So kurz wie eine Wunderkerze brennt, spreche ich normalerweise in Vorträgen und in Online-Filmen zu den Folgen der Klimakatastrophe, weil es einfach keinen Spaß macht, unangenehmes Thema, aber so kurz wie eine Wunderkerze, weil es den Buchtitel gibt, Selbstverbrennung, Hans-Joachim Schellnhuber, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. 5 Jahre nach dem Pariser Klimaabkommen, eine Gelegenheit mal doch etwas ausführlicher 3 Buchtipps sich anzuhören, wie man sich mit diesen Folgen beschäftigen kann. Und das erste Buch ist immerhin schön zu lesen. Das muss man sagen. Vor uns die Sintflut ist ein Reportagebuch von Elizabeth Colbert. Das ist schon 2006 in der englischen Originalfassung rausgekommen. Und sie geht auf die Reise. Sie schaut sich an, wie leben Menschen in Alaska, da im Norden, wo das Eis sich auflöst und diesen Menschen wirklich die Grundlage ihres Lebens davonschmilzt und sie Sturmfluten ausgesetzt werden. Und die müssen sich jetzt damit beschäftigen, ja, ob sie umziehen und ihre Heimat verlassen. Oder wenn sie über Wissenschaft schreibt, auch dann ist das sehr reportageartig. Sie begleitet Wissenschaftler, einen Insektenforscher, der sich mit einer bestimmten Mückenart beschäftigt, die sich zwischen dem Stadium Mücke und Larve verwandelt und dazu bestimmte Temperatur und das Licht natürlich benötigt. Und durch den Klimawandel stellt er nun fest, wie also einerseits die Temperatur sich ändert, aber auch die Tiere nach Norden wandern, wo aber dann es zwar wieder kühler ist, aber eine andere Lichteinfall ist und eine andere Dauer des Lichteinfalls. Und er kann also belegen und stellt fest, dass ja, die Selektion dieser Tierart sich verändert durch den Klimawandel. Trauriger ist ein anderes Beispiel, wo sie eine Art von Kröten hinterher forscht und dann feststellt, dass also durch die Veränderung von Nebelregionen in Bergregionen dieser Lebensraum für diese Kröte mehr oder weniger verschwunden ist und diese Krötenart ausgestorben ist. Das sind keine schönen Themen und es wird schlimmer. Es wird schlimmer im nächsten Buch, was ich trotzdem empfehle, das Buch Klimakriege von Harald Welzer. Es ist nicht sein bekanntestes Buch, aber es ist wirklich sehr originell in dem Sinne, dass er zeigt, wie zukünftig und schon heute Kriege um Lebensraum stattfinden, der durch die Klimakatastrophe knapper wird, durch Dürren, den Zugang zu Wasser, sodass er sagt, das ist das Modell der Kriege, was wir noch öfter erleben. Und ja, wir wissen natürlich auch in Deutschland, in Europa, dass wir dann auch die entsprechenden Fluchtbewegungen erleben werden von Menschen, die flüchten und vertrieben werden in solchen Klimakriegen. Etwas umfassender ist dieses Buch Selbstverbrennung von Hans-Joachim Schellnhuber. Und es ist quasi ein 800-Seiten-Buch, einerseits zu den Folgen, aber auch zu den Ursachen der Klimakatastrophe. Also er geht durch diese ganze Geschichte durch mit seiner persönlichen Geschichte. Er erzählt auch, wie er teilhat an der Klimaforschung und wie er zum Beispiel dazu beigetragen hat, der Hans-Joachim Schellnhuber, als man definiert hat, was ist ein Budget? Ein Budget von CO2, was wir überhaupt noch rausschicken können, damit die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre unter einem bestimmten Level bleibt und damit die Erderwärmung möglichst bei 2 Grad, bei 1,5 Grad, wie das in Paris beabsichtigt wurde. Und er schildert unter anderem auch, wie bestimmte Kippelemente dazu führen können, dass alles noch schlimmer wird, also der Permafrost, wenn der auftaut in Sibirien, Alaska, überall dort im Norden, der dauerhafte Frost. Oder was passiert, wenn solche Phänomene wie die Strömungen im Atlantik sich verändern oder abbrechen und wie dann diese ganze Entwicklung, die ohnehin schlimm genug ist, noch viel schneller und extremer stattfinden könnte. Ein wirklich umfassendes, lesenswertes, aber natürlich nicht unbedingt unterhaltsames Buch. Ich empfehle diese 3 Bücher, wer sich darauf einlassen möchte. Es ist informativ. Ich freue mich, dass ich normalerweise mich mehr mit den positiven Dingen beschäftigen darf. Also mit der Frage, wie kriegen wir einen nachhaltigen Stadtwandel hin? Wie können wir unsere Städte klimagerecht machen? Weil das zum Glück meistens auch bedeutet, wir machen sie lebenswerter, wir machen sie sozialer. Das sind die angenehmeren Themen, mit denen ich mich ansonsten beschäftige. Viel Spaß
beim Lesen. Ja, ich freue mich über Resonanz direkt auf dem Blog verbietetesbauen.de oder natürlich bei YouTube oder Facebook. Auch mal auf die Webseite schauen, danielfuhrhopp.de, und bei Instagram bin ich unter Stadtwandel aktiv.